kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ja, ich nehme an, unsere Rüben sind verdorben, weil wir die nicht genug gegossen haben. Weil ich immer wieder mal einen Tag vergesse, die zu gießen. Das ist komplette Umstellung. Boah. Oha. Wir haben fast Sommer, ne? Ich glaube, bei Tag 30 war, also der erste natürlich wieder Sommer dann wahrscheinlich. Oha. Ja, ist ja gut. Hör uns an zu knurren hier. So, Holz eingesammelt. Jawohl. Wie viel Hammer? Na, wir nehmen mal noch einen Baum mit. Ach, guck mal, die großen hier sind auch Schwarzeiche. Ah, okay. Da drüben ist überall gebrannter Ton. Warum ist denn der hier im gebrannten Zustand? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Warte mal, da fällt mir gerade was auf. Ich muss schon was aufschreiben. Moment. Dass ich das nicht vergesse. Ich wollte mich noch eine Mod suchen. Da fiel mir gerade wieder ein. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich will da nichts verraten. Das bleibt Geheimnis. Aber wenn es den gibt, wäre echt gut. Vor allem, wenn da die Dinge drin sind, die ich hoffe. Achso. Na ja gut, die meisten der Blätter werden sonst in die Runde fallen. Weil hier drüben der andere Baum gleich angrenzt. Aber diesen kleinen Bäumen gibt es immer richtig schön viel Holz gleich. Das ist immer sehr praktisch. Was steht hier unten drunter? Fuchsia glutinose. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Ton finden. Wir brauchen sehr viel Ton und sehr viel Kies. Na, hier vorne könnte man ziemlich viel Sand uns mitnehmen, aber hier vielleicht erstmal hier ein bisschen Sand noch mitnehmen. Wir brauchen Sand für den Mörtel, den wir uns anrühren müssen, um eine Tinkerschmiede bauen zu können. Oh Gott. So, wieder auf den alten Stand kommen hier. Da komme ich nicht hin. Guck mal, da haben wir noch Kies. Was ist das? Jellyfisch. Ach so, aua. Ach so, das war Luft. Boah, ich dachte schon, der greift mich an.
So. Da ein bisschen Sand, ein bisschen Kies haben wir ja auch noch. Jetzt haben wir bloß noch ein bisschen tun. Oha. Jetzt geht türkis gebrannter Ton. Warum ist der gebrannt? Wie sieht es eigentlich auf der Karte aus? Wir sind schon dort oben. Aber wir gehen schon nach oben, okay. Wir müssen mal in den Teich noch mitgucken. Ob es da noch irgendwas gibt. Schön. Sieht aber echt schön aus. Da haben wir doch wieder Ton. Nochmal Eisenerz. Wie kommt das denn hierher? Das nehmen wir auch noch mit. Wer hat doch gern lacht. Oh, hier wird es richtig dunkel. Das wird gebrannter Ton, Stein. Da haben wir noch ein bisschen Ton. Wir haben noch mehr tun. Naja, kann man jetzt schön reingucken. Ins Wasser. Eine Maus. Da haben wir sogar Spinnweben dran. Oh, hier ist ganz schön großer Wald, ne? Sieht schon schön aus, ey. Richtig schön. Sehr schön generiert. Oh, das Ton. Schmiedekunst. Was hast du gemacht? Für den Erfolg. Ach so. Kannst du was essen gehen? Abballa. Guten Tag. Wollt ihr auch einen Ananas haben? Nein, doch nicht. Ich hab's angeboten, sie haben nein gesagt. Okay. Oh, guck mal hier. Das sehe ich sofort. Oh. Kannst du rangehen? Dum, dum, dum. Der Klingelsound. Komm, episch. Ja, das mache ich als neuen Musikersatz hier. Kommt nur noch Klingelsound. Wupp. Wupp. Und wupp. Sehr schön. Ja, komm, wir gehen mal dann rüber. Gucken wir in den See rein. Gucken, was da drüben drin ist. Wo ist das richtige Weg? Ja. Okay. Dum, da, dum, da. Hier wird halt ganz schön warm irgendwie. Ich werde dann gleich mal kurz aussaugen. Sicher ist sicher. Oh. Na, Sunny. Du. Eisen. Oh, Eisen. Brauche ich doch keine kleine Höhlentour machen, ne? Ich werde mal ganz kurz PC ausmachen und mal aussaugen. Wahrscheinlich ist es da zu warm. Habe ich jetzt ein paar Tage nicht gemacht. Ich gebe zu, mein Fehler. Da. Freitag 27. So, jetzt können wir wieder hochgehen. Hier ist noch Kohle, aber die brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Achso, kurz schlafen gehen.
Kannst du kurz schlafen gehen? Ja. Gut. Ach, siehst du, ich wollte noch die Shader rüberschieben. Die anderen. Das kann man auch gleich mal machen. Bevor wir dann weiter aufnehmen hier. Ton? Ist das Ton? Nee, das ist Marvel. Kann man jetzt gar keinen Ton geben hier drin. Der See besteht. Der Boden des Sees besteht zu großen Teilen aus Stein. Ne, hier, guck mal, hier haben wir Ton. Und Eisen. Oh. Da hinten ist auch noch Eisen. Oh. Ist zwar nicht viel, aber wir können es ja mitnehmen. Für unsere jetzigen Verhältnisse reicht das noch alle Male. Na komm, geh kaputt. Danke. Ja, sehr gut. Wie gerne hätte ich jetzt wieder den Helm der Atmung oder sowas. Boah, das wäre so gut. So, oh, nochmal Eisen? Nee, gut. Ja, ah, ich bin ja schon wieder unter Luft, Mensch. Keine Panik. Das heißt. Hätten wir jetzt hier irgendwie so richtig massives Gebirge, könnten wir ja aus Witcher Kermor hin oder so nachbauen. Das wäre voll cool. Das wäre doch so ein Projekt, ne? Könnte man mal auf irgendeiner Insel noch machen. Wenn wir dann eine passende Insel finden. So. Hast du wieder Eisen aus dem See rausgeholt? Oh, ganz gut, was ist das? Huh. Entschuldigung. Warum wächst da nichts drauf? Die großen Fische, ja cool. Unser eigenes Kermor hin hier, weißt du, so nach eigenem Stil so ein bisschen. Könnte man machen. Die eigene Idee umsetzen quasi für ein kleines Kermor hin oder sowas. Ich meine, wir haben ja hier hinten so ein bisschen eine Insel, ne, die durch den Fluss so getrennt ist. Da könnte man sowas drauf bauen. Aber da wollte ich eigentlich eine, die Steampunk-Stadt wieder drauf erbauen. Ah, schwierig. Schon mal gucken. Also für die Insel habe ich schon einige Pläne. Es soll das eine Dorf vorne mit dem Hafen soll entstehen, so eine kleine Stadt. Eventuell noch eine Stadt. So eine Steampunk-Stadt wieder. Wie Sofengarde, also Sofengarde soll hier quasi noch da sein sozusagen. Aus der, aus der vergangenen Welt sozusagen, soll noch dann existieren. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Genau exakt nachbauen kann ich es nicht. Ich könnte das jetzt nicht irgendwie kopieren. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Eisen. Wir haben eigentlich alles, was wir holen wollten, ne? Am Ton, Sand, Holz. Ton, sehr viel Ton. Ein bisschen Eisen haben wir sogar, wir haben das dunkle Holz, die Stacks sollten ausreichen und Sand. Eigentlich haben wir alles, was wir wollten, ne? Guck mal, wir haben ja hier, das ist ja von dem Fluss, durch den Fluss ein bisschen getrennt hier drüben das, ne? Und da könnte man zum Beispiel, stimmt, da war ja was. Da war ja, oh. Die ist weg. Toll, die ist weg. Da können wir ja nochmal gucken. Was da oben ist, ob da nochmal ein kleines Stück Insel bloß ist oder
da nochmal eine richtig große Insel ranhängt direkt. Wenn das eine kleine Insel ist, könnte man dort das so umbauen, dass es für unser kleines Kermorhen passt. Nur die überall noch so kleine Wege durch, ein paar Felder hier mal drüben. Also die Insel soll im Endeffekt so aussehen, als wäre sie wirklich komplett bebaut mit den Wäldern natürlich an sich, aber diese freien Flächen und so genutzt für Ackerbau und so, ne? Das soll alles schön landwirtschaftlich, mittelalterlich, ich sag mal dieses Fantasy-Mittelalter. So soll es aussehen. Richtung Witcher und so, ne? Universum, das wäre echt gut. Oder Skyrim. Alles so ein bisschen in die Richtung. Bam, bam. So, da hinten. Gucken wir uns das mal an, ob das noch größer wird oder ob das einfach nur nicht. Ob das einfach nur so was Kleines ist. Ich hoffe, dass es jetzt nicht größer wird, dass wir es wirklich als sowas nutzen könnten. Können wir hier den Sand wegmachen, weißt du, machen wir. Oder natürlich, wenn hier ein richtig krasser Berg drauf wäre. Da könnte man es natürlich auch mega gut nutzen. Also ich habe hier nichts angebaut. Wer hat hier was angebaut? Oh, das ist was Größeres. Oh, das ist nochmal was Größeres hier. So kleinen Plateaus. Oh, geil. Was kann man hier hinmachen? Was kann man auf diese. Was ist denn das für Erde? Grobe Erde. Nehmen wir jetzt so mit so Plateaus hier. Voll gut. Ja, laufen wir hier am Wasser entlang. Und gucken mal. Und hoffen mal, dass die Insel nicht so riesig ist. Da ist Lava. Das ist eine coole Höhle. Ich habe gerade eine voll gute Höhle gefunden. Da ist Lava drin. Was sind das? Dias? Und Redstone? Oder was? Das sind Dias, würde ich sagen. Der hat schon Dias gefunden. Ich würde sagen, das sind Dias. Bin mir aber nicht sicher, so 100%. Guck mal, hier vor allen Dingen wächst Kaktus. So im Sand, ne? Also, ich weiß nicht wofür, ich nehme sie einfach mit. Ich würde immer noch so ein Wüstenhaus irgendwie machen. Das könnte man ja schon noch mal machen. Ne? Das letzte grenzt die Insel wieder an die nächste Insel an. War irgendwie cool. Guck mal, das zieht nämlich auf der Map dort oben, seht ihr das rechts? Das zieht sich schon wieder so in diese, so in so einen Bereich rein, als ob das gleich zur nächsten Insel übergeht. Aber es sieht sehr karg aus. Ja gut, es ist ein bisschen Savanne. Oh ne, jetzt ist zu Ende. Hier ist auch zu Ende, jetzt gut. Hoch auf unsere Ananas. Juhu! Sie hält uns am Leben. Wir umrunden die Insel jetzt mal. Oh, da geht's wieder nach oben. Okay, hoffe ich nicht zu weit. Warte mal, Schafe. Hätte euch beinahe übersehen. Und sogar überhört. Ist aber halt relativ gerade mit diesem Mod, mit dem Map Generator, finde ich echt gut. Da hinten haben wir so ein Plateau. Ist auch schön aus. Eine Ente. Da, was ist denn das da? Ein Berg? Ach nee. Nee, das hängt noch zusammen, oder was? Das ist ein Wüsten...
ist das eine kleine Sandstrandinsel mit Palmen. War. Ich hänge irgendwo drauf. Okay. Ich frage gar nicht nach. Ich denke mal, das hängt noch zusammen. Oder hängt das zusammen da hinten? Das hängt nicht zusammen, das ist immer die nächste. Ist das die nächste Insel? Eine Wüsteninsel. Okay, kurz schlafen gehen. Kannst du schlafen gehen? Oh, voll cool. So eine kleine Palminsel. Auch nice.